Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. In diesem heutigen Video möchte ich mit dir über Affirmationen sprechen und wie du die für sich nutzen kannst. Denn Affirmationen können dir helfen, deine Einstellung zu bestimmten Lebenssituationen zu verändern. Sie können dir auch dabei helfen, Glück und Zufriedenheit in Liebe und Partnerschaft zu finden. Sie können dir helfen bei Themen des Abnehmens oder auch generell zur Stärkung der Gesundheit. Sie können dir ebenso helfen, Altes loszulassen und Selbstvertrauen aufzubauen. Durch eine Affirmation gibst du deinem Unbewusstsein also eine ganz neue Orientierung. Und dadurch, dass du bei dieser Methode vor allem deine Denkgewohnheiten änderst, folgen im Anschluss daran auch Veränderungen in deinem Gefühlszustand, in deinen Verhaltensweisen und letztlich auch deiner Entscheidungen. Denn die werden sie auch beeinflussen. Anlass dieses Videos ist Staffel 2 von Seven vs. Wild. Und zwar ein Ausschnitt des Teilnehmers Otto in... Nagelt mich nicht ganz genau fest. Ich glaube, es war Folge 12. Seven vs. Wild wurde letztes Jahr ausgestrahlt. Vielleicht hast du die Serie ja selbst auf YouTube verfolgt oder aber schon davon gehört. Es ist eine ganz spannende Survival-Serie hier auf YouTube. Falls du sie nicht kennst, gibt es jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem Intro. Ausgesetzt auf einer tropischen Insel kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Sie treten an, um wilden Tieren, giftigen Pflanzen und Naturgewalten zu trotzen. Wer nach 7 Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tageschallenges gesammelt hat, ist der Gewinner. Ja! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt, vollkommene Isolation. Das fühlt sich gerade an, als würde das so nicht mehr lange gehen, muss ich sagen. So, nun hast du zumindest mal so einen kleinen Eindruck bekommen von der Serie Seven vs. Wild. Den konkreten Auszug zu Otto, den werde ich dir später im Verlauf dieses Videos auch noch zeigen. Allerdings erst, wenn wir etwas intensiver in das Thema der Affirmationen schon drin sind. Lasst uns zunächst einmal ganz konkret mit einer Definition starten von der Affirmation, um dann im weiteren Verlauf zu verstehen, wie eigentlich Affirmationen funktionieren und was du dann ganz konkret beim Anwenden von einer Affirmation beachten solltest. Mein Name ist Sonja Kracke, ich bin Rehabilitationspsychologin. Affirmationen begegnen uns in ganz vielen Bereichen. Ich werde jetzt ein paar Beispiele nennen. In der klinischen Psychologie gibt es zur Therapie dysfunktionalen Verhaltens bzw. psychischer Störungen Ansätze, die Affirmationen nutzen. Das ist jetzt ein sehr konkretes Beispiel. Wenn wir es etwas weiter fassen wollen, dann schauen wir uns mal den Bereich der Kommunikation und Werbung an, denn das betrifft ja nun wirklich jeden in irgendeiner Art und Weise. Hier dienen affirmative Schlüsselsätze dazu, bei bestimmten Personengruppen, also Peer Groups, eine ansteckende Begeisterung auszulösen. Und zwar eine Begeisterung für ein Produkt, eine Dienstleistung oder ähnliches. Und diese Begeisterung soll dann in Motivation enden bis hin zu einer Aktivierung. Und diese Aktivierung meint dann letztlich natürlich häufig einen Kauf. Ein Beispiel aus der Politik. Ist nicht mehr ganz so jung, aber für Affirmationen hervorragend geeignet, ist der englischsprachige Satz Yes, we can.
Den hat Barack Obama 2008 als Slogan gewählt für seine Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten. Und dieser Satz drückt im Prinzip ganz gut aus, was eine Affirmation eigentlich ist. Lass dir diesen Satz mal auf der Zunge zergehen, entweder rein durch das Hören oder sag ihn dir auch gerne mal laut. Und dann spür mal in dich hinein. Ja, was würdest du jetzt sagen? Wie ist der formuliert? Was löst er in dir aus? Wenn du jetzt mal in dich hineingespürt hast und diese Fragen für dich beantwortet hast, dann sind wir schon bei der Definition angelangt. Eine Affirmation ist nämlich eine bejahende Aussage, also ein positiv formulierter Satz. Dieser Begriff Affirmation, der geht auf das lateinische Affirmatio zurück und bedeutet Versicherung und Beteuerung. Als bejahende Aussage kann also, du kannst es dir schon vorstellen, eine Affirmation fast alles sein. Um dir noch ein paar mehr Beispiele zu geben, eine Affirmation kann auch sein sowas wie, ich bin ein Glücksmagnet oder ich mag Himbeeren. All das sind positiv formulierte Sätze und bejahende Aussagen. Ein weiteres Beispiel aus dem Alltag, in Anführungszeichen, blende ich dir jetzt ein, indem wir eine Szene von Seven vs. White uns angucken, und zwar die Szene von Otto. Viel Spaß! Oben hat schon was. Ich bin ein bisschen mystisch hier. So, wir haben tagsüber immer wieder Flut. Ich habe alles mal wieder hier in kleine Sicherheit gebracht. Na gut. Da schläft man dann nachts nicht so gut, wenn es so nass wird. Ich gebe meinen Platz nicht auf. Ich halte ihn bis zum Letzten. Schon irre, die Kraft der Natur. Und es ist einfach mal geil, hier zu sein, oder? Ich freue mich, hier zu sein. Es ist super. Und ich möchte auf jeden Fall noch tauchen hier. Ja, ansonsten geht's mir gut. Ich komme klar, nur zu trinken, nicht zu essen. Da oben sind die Kokosnüsse überall. Ohne Essen, alles gut. Das war der Ausschnitt von Otto in Panama. Und vielleicht hast du dir jetzt nicht nur diesen Ausschnitt angesehen, sondern auch den Text darunter gelesen. Der sagt, dass Affirmation eine Technik des Mentaltrainings ist. Und das stimmt auch. Damit allerdings eine Affirmation zu einem hilfreichen Werkzeug im Mentaltraining wird, muss die ursprüngliche Affirmationsdefinition um zwei Aspekte erweitert werden. Und das ist zum einen der Zielfokus und zum anderen die Wiederholung. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Zielfokus bedeutet, dass eine Affirmation mit einem ganz konkreten Ziel, also einer klaren Richtung, verbunden ist. Und Wiederholung bedeutet, dass die Affirmation eben nicht nur einmalig formuliert und vorgetragen wird, sondern dass sie regelmäßig über einen längeren Zeitraum wiederholt wird. Nur so kann eine Affirmation letztlich zur Denkgewohnheit werden und damit dann auch dein Leben beeinflussen und verändern. Die erweiterte Definition aus dem Mentaltraining versteht unter dem Begriff der Affirmation also Folgendes. Eine Affirmation ist eine positiv formulierte Aussage, die über einen längeren Zeitraum regelmäßig wiederholt wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das war jetzt natürlich noch alles relativ theoretisch.
Lass uns jetzt mal den Bereich etwas ausweiten und gehen in die Praxis, wie du Affirmationen ganz konkret in deinem Leben für dich nutzen kannst. Wir fangen dabei an mit der Wirkungsweise von Affirmationen. Generell lässt sich überhaupt nicht sagen, wie eine Affirmation dein Verhalten beeinflussen wird. Also falls du dir da die Frage stellst, keine Ahnung, wird dir auch niemand beantworten können. Was allerdings äußerst sicher ist, ist, dass eine für dich passende Affirmation dein Denken und dein Handeln lenkt. Und zwar immer in eine bestimmte Richtung. In die Richtung, in der deine Ziele ausgerichtet sind. Und das können Ziele sein, die du ganz bewusst hast, das können aber auch Ziele sein, die unbewusst sind. Das heißt, die Richtung muss dir gerade noch nicht mal klar sein. Also wenn du dich fragst, boah, ich probiere hier so viel in meinem Leben, mache und tue und immer wieder komme ich zu einem anderen Ergebnis oder komme an einer anderen Stelle raus und nichts funktioniert, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass noch alte Glaubenssätze vorhanden sind, die da wirken, die dich einfach nicht an dein Ziel kommen lassen. Denn diese alten Glaubenssätze, die müssen erst bearbeitet werden. Das liegt vor allem daran, dass dein Unbewusstes wesentlich größer ist als dein Bewusstsein. Vielleicht kennst du das Eisbergmodell. Der Eisberg, der im Meer liegt, hat ja noch ganz viel Eis unter dem Wasser, was nicht sichtbar ist. Das ist um ein Vielfaches größer als die kleine Spitze, die aus dem Eisberg nach oben hin über das Wasser herausragt. Und so verhält es sich eben auch mit unserem Unbewusstsein und dem Bewusstsein. Aus dem Unbewusstsein können deshalb Strategien und auch Zwischenziele erwachsen, die du eben noch überhaupt nicht bedacht hast, die du auch nicht kennst. Zudem ist dein Unbewusstes auch wesentlich stärker als dein Bewusstsein. Das heißt, negative Glaubenssätze, die sich in deinem Unbewusstsein festgesetzt haben, durch Erziehung, Freunde, Bekannte, Kollegen, Film, Musik, was auch immer es sein mag, Werbung. Es kann sowas sein wie, ich werde immer den falschen Job haben, ich finde nie den richtigen Partner oder die richtige Partnerin, ich werde immer zu dick sein. All sowas sind negative Glaubenssätze, die sich daran hindern, positive Glaubenssätze zu haben und positive Ziele zu erreichen. Diese Glaubenssätze sabotieren dich und die müssen erstmal aufgearbeitet werden. Bildlich kannst du dir das vorstellen, als wenn du einen wilden Garten hast mit einer Brombeere oder überwuchert von Unkraut und du möchtest dann darauf eine Blume pflanzen. Diese Blume mag wunderschön aussehen und die tollste Blume ever sein. Aber wenn du diese Blume auf den Untergrund, den du da gerade hast, dieses verwucherte oder Rasen, was auch immer es sein mag, stellst, dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Pflanze eingehen. Das heißt, was du tun musst, ist, du musst da erstmal Platz drumherum machen. Du musst da ein bisschen was frei machen, aushöhlen, rausgraben, um dann diese Pflanze dort hineinzusetzen in die Erde, wieder ein bisschen zuzumachen mit Erde, ein bisschen wässern, ein bisschen düngen. Da kommen dann die Affirmationen ins Spiel. Aber als allererstes müssen die negativen Glaubenssätze bearbeitet werden. Aus diesem Grund nutzt es auch nichts, wenn du dir einfach mal sagst, ja, ich entscheide mich für eine Affirmation ganz bewusst und die sage ich mir auch diszipliniert auf. Nein, das bringt eben nichts.
Du musst dich auch aus deinem tiefsten Inneren für die Affirmation entscheiden. Und dafür muss auch erstmal Platz sein. Mit einer Affirmation kannst du also, habe ich eben schon gesagt, negative Glaubenssätze ablegen und dann auch gezielt durch positive ersetzen. Dadurch wirst du auf lange Sicht deine Wahrnehmung verändern und auch dein Handeln. Um dir nochmal so ein anderes Gefühl dafür zu geben, hier nochmal ein Beispiel. Ein negativer Glaubenssatz könnte sein, mein Geld reicht vorn und hinten nicht. Wenn du diesen Glaubenssatz hast, A ist er negativ, B beschränkt er deine Sichtweise. Du hast also quasi wie einen Filter auf, der dich überhaupt nicht an Chancen heranbringt. Also wenn dir irgendeine Chance oder eine Option über den Weg läuft, das zu ändern, wirst du die mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht wahrnehmen. Das ist wie, als wenn du so eine rote Brille auf hast. Das heißt, du musst diese Sichtweise, das Mindset, dein Glaubenssatz erst einmal ändern. So. Eine Änderung könnte sowas sein wie, täglich steigt mein Einkommen. Dann hast du eine grüne Brille auf. Und mit der grünen Brille ist es viel mehr möglich, weil du auch einen anderen Filter hast und deine Sichtweise geöffneter ist, nicht so beschränkt ist, dass du viel mehr Geschäftsoptionen und Chancen wahrnehmen wirst. Du bist dann auch vielleicht eher bereit, ein Risiko oder eine Anfangsinvestition zu tätigen, was du sonst niemals in Betracht gezogen hättest, was du auch niemals gesehen hättest. Also du bist viel offener für Gelegenheiten. Das Ganze ist jetzt quasi die Vorarbeit, die du machen musst, um überhaupt mal mit Affirmationen arbeiten zu können. Das kannst du jetzt alleine machen, du kannst dir auch Hilfe holen. Holst du dir Hilfe, ist es viel wahrscheinlicher, dass du auch Blindspots siehst, auf die du sonst überhaupt nicht kommen würdest. Also es lohnt sich. Ist diese Arbeit erstmal getan, dass du deine negativen Glaubenssätze bearbeitet hast, dann kannst du jetzt richtig loslegen mit Affirmationen. Wenn du im Mentaltraining mit Affirmationen arbeitest, ist von enormer Wichtigkeit der richtige Gefühlszustand. Warum? Wenn du eine Affirmation mit einem positiven Gefühl verknüpfst, dann kann sie ihre Wirkung wesentlich schneller und auch stärker entfalten. Die beiden Gefühlszustände, die ich dafür dir ganz gerne zeigen möchte, sind zum einen Vorfreude und zum anderen ist das die Dankbarkeit. Lass uns mal mit der Vorfreude starten. Um die Vorfreude zu erhöhen, solltest du dir vorstellen, dass deine Affirmation bereits eingetreten ist. Dazu kannst du mal deine Augen schließen und dich dann in dein Leben begeben, wenn diese Affirmation bereits da ist. Also visualisiere einmal, was wirst du tun? Wo wirst du dich befinden? Mit wem bist du dort? Wer wird vielleicht auch hilfreich sein für dich? Wie fühlt es sich dort an, da zu sein? Welche Gerüche kannst du vielleicht auch wahrnehmen? Mit wem bist du dort? Damit kannst du dich so oft wie du möchtest verbinden. Falls es hilfreich für dich ist, kannst du das Ganze auch aufzeichnen, falls du gut im Zeichnen bist. Du kannst dir auch einen Film vorstellen oder machen. Und dann verbinde dich wirklich mal mit dieser Vorfreude, die du empfindest. Je stärker du die Vorfreude wahrnimmst, desto stärker wird auch dein Unbewusstsein davon überzeugt sein, dass du dieses Ziel erreichst. Beziehungsweise, dass du das Ziel schon erreicht hast, denn dein Unbewusstsein kann nicht unterscheiden, ob das jetzt schon da ist in der Realität und was jetzt Realität ist und was nicht.
Das führt wiederum dazu, dass du also dein Potenzial, was ja eh schon in dir steckt, allerdings noch umfassender für dich nutzen kannst. Wichtig dabei ist, dass du diese Vorfreude auch wirklich fühlst und dass diese Vorfreude echt authentisch ist und nicht nur eine Vorstellung für dich. Also du musst das Gefühl fühlen und nicht nur mit dem Kopf denken. Falls dir das jetzt schwerfällt, Vorfreude zu entwickeln, dann kann es daran liegen, dass du mit dem Kopf gedanklich schon so stark dich auf die Ziele oder dein Ziel, was du hast, versteifst, sodass du das erstmal unbedingt erreichen musst, bevor du es dir überhaupt erlaubst, glücklich zu sein. In einem solchen Fall könnte es leichter sein, über die Dankbarkeit zu gehen. Und das Gefühl der Dankbarkeit erwächst du dadurch, dass du dir auch erstmal einen Zettel nimmst, dir die Affirmation notierst und dann darunter alles, wofür du dankbar bist. Denk mal an all das, wofür du dankbar bist. Vielleicht fängst du damit an, dir zu überlegen, was dir richtig Freude macht. Wie verbringst du deine Freizeit? Was macht dir richtig viel Spaß? Und dann geh weiter. Bedank dich für langjährige Freunde, für Familie, für Unterstützung durch deine Familie, durch Kollegen, durch Nachbarn. Was gefällt dir richtig gut an deinem Job? Geh dein komplettes Leben durch und schreib alles auf, wofür du dankbar bist. Und bitte denk nicht nur an das Positive, denk auch mal an das Nicht-so-Gute. Vielleicht gibt es auch Zwist mit Familienmitgliedern oder unumgängliche Kollegen. Vielleicht hast du auch ganz im Gegenteil einen ganz verständnisvollen Chef. Denk an das Positive wie auch das Negative. Das Negative sind Probleme, die für etwas stehen. Es sind Herausforderungen, die uns fordern zu etwas hin. Und auch dafür lohnt es sich, dankbar zu sein. Vielleicht bist du auch dankbar dafür, dass du interessante Menschen kennenlernst, was auch immer es sein mag. All das notieren. Das Gefühl von Dankbarkeit lässt dich dann wieder in die Fülle kommen, anstatt in den Mangel. Und du suggerierst auch hier deinem Unbewusstsein, dass du dich jetzt bereits in dieser Fülle befindest und dass du alle Möglichkeiten hast, alles hast, was du brauchst, um deine Ziele zu erreichen und um glücklich zu sein. Und dadurch bist du locker und entspannt, anstatt vielleicht wie im ersten Fall bei der Vorfreude zu verkrampfen. Also es geht immer darum, in diese Entspannung zu kommen, um dich mit der Affirmation und gepaart mit dem Gefühl zu verbinden. Ja. Falls du jetzt immer noch sagst, boah Sonja, ich bin aber eben ein kopflastiger Mensch, ich kann mich nicht einfach so entspannen und in die Gefühle da reinbegeben. Das geht einfach nicht. Ja, dann sage ich dir, dann musst du eben noch einen Gang davor schalten. Was meine ich damit? Finde einen Weg, wie du in die Entspannung kommst. Was bringt dich dazu, einfach mal loszulassen, locker zu sein, entspannt zu sein, den Kopf runterzufahren? Ist das Sport? Musst du dafür eine Stunde laufen gehen? Dann läufst du erstmal und machst das andere dann danach. Brauchst du ein heißes Bad, um entspannt zu sein? Dann lass dir ein heißes Bad ein. Brauchst du eine Meditation? Die habe ich ja jetzt hier auch viele gemacht. Dann mach eine Meditation. Also das, was für dich stimmig und passend ist. Du kennst dich am besten. Mach das, was dir gut tut und wie du dich in diese Stimmung bringen kannst. Und dann geht es nur noch darum,
die Affirmation zu wiederholen. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Denn damit eine Affirmation Wirkung zeigt, solltest du auch diese Affirmation regelmäßig wiederholen. Dein gesamtes bisheriges Leben haben ja Eltern, Lehrer, Freunde, Kollegen, Filme, Musik, die Werbung und noch vieles, vieles anderes, was ich jetzt gerade nicht aufgezählt habe, deine Glaubenssätze geprägt und beeinflusst und dich jetzt auf ein bestimmtes Ziel hin quasi geeicht. Dein Unbewusstes ist seit vielen, vielen Jahren auf dieser bestimmten Richtung unterwegs. Und wenn du jetzt wieder ein Bild haben möchtest, dann stell dir mal so einen richtig schweren, bulligen Öltanker vor, ja? Der seine Route da jetzt fährt. Der ist programmiert und läuft. Der hat einen bestimmten Kurs eingeschlagen. Und wenn du jetzt diesen Kurs deines Tankers, die Programmierung deines Unbewusstseins ändern möchtest, dann wirst du das, Achtung, nicht in wenigen Tagen schaffen. Kleiner Disclaimer. Und das ist ja auch gar nicht verwunderlich. Überleg mal, wie viele Jahre und Jahrzehnte da dein Unbewusstsein auf bestimmte Vorstellungen und Glaubenssätze hin ausgerichtet wurde. Das lässt sich nicht mit einem Fingerschnipsen einfach mal so abändern. Das bedeutet für dich, dass du erstmal diese Koordinaten, die in das System eingepflegt worden sind, ändern musst. Also noch einmal, dieser Tanker, der bewegt sich jetzt ganz kontinuierlich auf ein Ziel hin, das über viele Jahre eingepflegt wurde und programmiert wurde. Das bedeutet für dich ganz konkret, dass du diese Koordinaten, sprich alte Glaubenssätze, erst einmal wieder löschen musst und dann neue einprogrammieren, einpflegen musst. Und dass dann dieses System das auch erstmal alles übernehmen muss. Das heißt auch, du wirst nicht sofort bei dir eine Veränderung feststellen. Also erstmal ändert sich ganz viel innen. Das kann über Wochen, Monate gehen. Und dann musst du auch bedenken, dieser bullige Öltanker oder was für ein Tanker das auch immer sein mag, der muss dann erstmal ein Wendemanöver machen. Bis der dann einen neuen Kurs einschlägt und diesen Kurs auch weiter fährt. Das heißt, du wirst erstmal ganz lange Zeit keine sichtbaren Veränderungen haben. Dann gibt es so ein Wendemanöver. Das kannst du dir so vorstellen, dass du vielleicht schon mal andere Gedanken hast, die da aufkommen oder Gefühle, so nach dem Motto, ach, ist ja jetzt interessant, dass ich das gedacht habe oder auch gesagt habe, hätte ich ja jetzt vorher noch gar nicht. Vor ein paar Monaten wäre das noch nicht so gewesen. Okay, ja, da passiert jetzt schon mal eine Veränderung. So. Und dann wirst du mit der Zeit auch feststellen, dass du automatisch andere Verhaltensweisen und auch Entscheidungen triffst. Das ist dann der neue Kurs, der dein Tanker in dem Falle eingeschlagen hat. Dann wirst du feststellen, ach schau mal, die Affirmation hat gewirkt. Läuft. Ist ja richtig gut. Aber wie gesagt, anfangs wird es noch nicht sichtbar sein, weder für dich noch für Außenstehende um dich herum. Daher nicht verzagen, es braucht ein bisschen, bleib am Ball und bleib dran. Wenn du nun allerdings vorschnell aufgibst, und mit vorschnell meine ich, während du diesen Kurswechsel noch durchführst, dann sei bitte nicht überrascht, wenn du das Ziel auch nicht erreichst. Lass dir also genug Zeit,
Und damit meine ich mehrere Wochen, bis dann auch über Monate, damit diese Affirmation wirklich Wirkung zeigt. Und ich wiederhole das jetzt nochmal in einem ganz knappen Satz mit einem Mix aus regelmäßiger Wiederholung. Und das gepaart mit einem positiven, authentischen Gefühl kannst du deine Einstellung zu bestimmten Themen bzw. deinem Leben mit Hilfe von Affirmationen umgestalten. Uff, das war jetzt ganz schön viel. Und ich rate dir auch, das Video noch ein zweites Mal anzusehen, dir vielleicht schon mal Notizen dazu zu machen, damit es nicht ganz so überladend ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, beim Herausfinden deiner negativen Glaubenssätze, die zu bearbeiten und dann anschließend auch in der Arbeit mit den Affirmationen. Hab einen wunderschönen Tag. Tschüss!